So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Ich bin der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Das ist eine neue Folge Ramses Kitchen in der neuen Season. Obwohl ich die Videos jetzt irgendwie mal hier einbaue und dann wieder die alten Videos hochhauen muss, bis alle alten Videos mal weg sind, bevor man die neuen Videos sieht dann aus der Küche. Ihr wolltet Küche, ihr kriegt Küche. Wir wollen was machen und zwar habe ich mir verschiedene Tagis besorgt. Danke an Hannes, der hat ein paar Sorten besorgt. Die haben wir schon gegessen. Ja. Dann Pupsi hat ein paar Sorten besorgt. Die haben wir zum Teil hier. Dann habe ich mir selber ein paar Sachen besorgt in Erfurt beim Weihnachtsmarkt. Und in dem einen Automat hat Pupsi noch eine Sorte gesehen, die ich nicht kenne. Da sind jetzt immer noch nicht alle Sorten, es sind aber viele Sorten. Es sind, glaube ich, 9 verschiedene. Mhm. Wir wollen eine Reihe machen, in jedem Video eine Sorte testen, direkt im Titel, dass ihr seht, um welche Sorte es geht. Wir haben jetzt erstmal alle hier aufgelistet. Das ist dann das erste Video. Da seht ihr, hier liegen ganz viele Takis. Die Dinger sind ja übelst gehypt. Jeder redet davon, jeder will die haben. Schweineteuer. Aber wie ich höre von den meisten, die sind auch extrem enttäuscht, wenn die Takis essen, weil das halt nichts Besonderes ist. Ob das wirklich so ist, das sehen wir jetzt. Wir fangen an mit der ersten Sorte für heute. Die nehme ich als allererste Sorte, weil da hat der Adi, also meine Katze, schon irgendwie die Tüte aufgerissen. Und die sind schon total ausgetrocknet und komisch. Also das müssen wir als erstes essen. Das ist die Sorte Takis Queso Volcano. Also ich denke mal, das ist ein Käsevulkan. Wir haben uns jetzt gedacht, bevor wir solche Takis probieren, wo überall Katzenhaare dran sind, haben wir natürlich ein Gläschen feinstes, perliges Leitungswasser, um einen neutralen Geschmack zu bekommen, die Takis zu probieren und dann zu sagen, wie die schmecken. Packen wir auch immer eine Schüssel rein. Das erste Video ist, wie gesagt, das ausführlichste. Prost, Hannes. Prost. Erstmal ein kleiner Schluck. Wie die Profis. Hier steht jetzt erstmal, das ist Principiant 3 Chilischoten. Wahrscheinlich 3 von 6. 3 von 6 von der Schärfe sollen das sein. Wir packen das jetzt einfach auch mal hier in diese Schüssel. Das heißt, ich brauche es ja oben gar nicht aufmachen. Ich muss es unten aufmachen, weil es unten sowieso schon auf ist. Das ist halt echt kacke, weil da sind überall einfach Haare drin. So, wir hauen die hier rein. Das ist der Käsevulkan. Das sind die Käsevulkan-Takis. Das ist das Thumbnail. Guckt's euch an. Adi ist auch da, perfekt. Dann legen wir mal die Tüte dahin, dann hauen wir es mal wieder hoch. Mann, ist das kompliziert, Hannes. Ich sag's dir, das ist ein ganz anderes Level. Die müssten ja jetzt ein bisschen scharf sein, die müssten sehr nach Käse schmecken. Ich nehme mal eins raus, wo nicht so viel Haare dran sind, und würde sagen, guten Appetit. Ein bisschen Haare mit drauf. Also ich merke, die sind nicht mehr so ganz frisch. Die sind schon richtig so fest geworden, aber ich glaube, wenn die frisch wären, wären die trotzdem halt sehr hart, sehr knubbrig. Was ich an sich ja gut finde, ich mag keine dünnen Chips. Ich stehe auf geriffelte Chips oder am meisten stehe ich auf Tortillas. Und das sind ja gefühlt gerollte Tortillas, weil die auch so einen dickeren Teig haben. Ich nenne es mal Teig. Das sind also Röllchen mit ein bisschen Käsegeschmack, die angeblich scharf sein sollen. Schärfe merke ich jetzt nicht so, vielleicht ganz leicht, aber es ist auf jeden Fall nicht extrem. Das ist auch wie wenn du dir Paprika-Chips kaufst, hast du zum Teil auch welche, die deutlich schärfer sind. Da kann man also essen. Queso Vulcano ist keine Herausforderung. Ist okay, aber so besonders finde ich sie nicht. Haut mich nicht um. Was sagst du? Nee, gar nicht. Also scharf sind die, finde ich jetzt die überhaupt nicht. Nicht immer annähernd scharf an irgendwas. Aber sie schmecken nach Käse. Da kann ich mir auch Käsebällchen kaufen. Und mit Katzenhaare dran. Ja, die pustet man ja vorher mal weg. Nein, nein, erstmal mit. Da gibt es dann noch eine richtig schöne Note dazu. So, Käse Vulcano ist die erste Sorte. Vielleicht sollten wir es wirklich mit der Schüssel oben machen und dem Rest und dann passt das. Mhm. Nächste Folge haben wir die Takis Guacamole. Bis dahin.
Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Viert euch.